München, Konferenz will Kampfbomber und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag am 17. Februar. Das sind einige unserer heutigen Themen. NATO, die wahre Zeitenwende. Namibia, wer ist die Schönste? Freddy, unter aller Würde. Und 1983, Welt am Abgrund. Am heutigen Freitag hat in München die Sicherheitskonferenz begonnen. Ein Ende der Aufrüstung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, der Vorsitzende der Konferenz, Christoph Heusgen, schockierte bereits im Vorfeld mit antirussischen Kampfansagen. Im Gespräch mit ProSieben etwa sprach er sich für die Lieferung von Kampfflugzeugen aus und erklärte schon mal, welche Modelle Selenskyj gut gebrauchen könnte. Es geht jetzt darum, einheitlich zu liefern. Der F-16, der amerikanische F-16, ist in erster Linie gefragt. Wenn wir noch Mix hätten, also die Flugzeuge, die es in der DDR gab, dann könnte man die vielleicht einsetzen. Wer ist der blasse Mann, der die Eskalation vorantreiben will? Und was genau geht da gerade in der bayerischen Hauptstadt vor sich? Darüber diskutieren Gastkommentator André Poggenburg und unser TV-Chef Paul Klemm im Aufreger des Tages. Ja, heute ging es los in München und etwas Gutes ist leider nicht zu erwarten. Der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat ja schon im Vorhinein Kampfflugzeuge für die Ukraine gefordert. Zum Beispiel Bomber aus alten DDR-Beständen. Also völlig irrsinnig. Und muss man sich mal vorstellen, das ist der Vorsitzende einer Sicherheitskonferenz. Das ist richtig Orwellsche Züge trägt das. Also nennt sich Sicherheitskonferenz, ist in Wahrheit eine Kriegskonferenz. Er hat zum Beispiel auch den Bundeskanzler Scholz für seine Ausschließeritis kritisiert. Also die Angewohnheit, Sachen auszuschließen, wie zum Beispiel die Lieferung von Kampfflugzeugen, finde ich auch sehr krass. Und der Mainstream feiert ihn dafür. Heusgen ist der große Star. Er wurde von einer Zeitung zum Beispiel als Vermittler für den Neustart in einer Ära nach Putin bezeichnet. Also große Lobeshymnen. Wenn man sich die Personalie Heusgen anschaut, ist ja ganz interessant. Er war von 2005 bis 2017 der außenpolitische Berater von Angela Merkel, ein besonderer Vertrauter der Kanzlerin. Und danach hat er 2018, der ein oder andere wird sich erinnern, da gab es ja den UN-Migrationspakt, der sehr umstritten war, wo es auch große Proteste gab, zum Beispiel von Pegida in Dresden, weil dieser Pakt eben die heutige Massenmigration auch ermöglicht hat. Also wir erleben es ja gerade, die Asylzahlen steigen rasant nach oben, die Kommunen sind völlig überfordert. Neulich erst war ja der Flüchtlingsgipfel in Berlin. Und dieser Zustand wurde ermöglicht auch durch den Migrationspakt, den damals Heusgen für Deutschland bei der UNO unterschrieben hat. Das darf man nicht vergessen. Und ich finde, er ist so ein Typus, der ganz weit verbreitet ist in der heutigen Gesellschaft. Wirkt wie so ein harmloser Buchhalter oder Spießbürger, ist aber in Wahrheit der Vorantreiber linksradikaler Gesellschaftsmodelle und globalistischer Kriegspolitik. Leider vollkommen richtig. Man hat das Gefühl im Moment, als ob es ein Wettrennen gibt. Wer ist der größte Kriegstreiber in Europa? Stechen sich ja alle gegenseitig aus. Mittlerweile, also im Moment könnte man sagen, Herr Heusgen liegt da ganz vorn. Und erschreckend, fantastisch und erschreckend finde ich Folgendes, dass diese Kriegstreiber, ein Heusgen, eine Strack-Zimmermann, ganz natürlich nicht zu erwähnen, eine Außenministerin in Baerbock, dass die Unterstützung erhalten aus unserer Gesellschaft, genau von den Menschen, die meinen, wir stecken in einer riesen Klimakatastrophe, die Menschheit muss gerettet werden mit allen Mitteln, aber auf der anderen Seite mitmachen, wenn es darum geht, Kriegstreiberei bis vielleicht zu einem nuklearen Inferno, die Gefahr wird ja täglich angeheizt. Und da ist dann nichts mehr mit Menschenrettung. Das heißt, und der CO2-Ausstoß der Panzer ist auch nicht zu unterschätzen. Das nächste nochmal. Ja, also auf der einen Seite Menschenrettung ist das Wichtigste überhaupt, jetzt die Menschheit zu retten. Auf der anderen Seite dieses Risikospiel mit vielleicht einem atomaren Ausgang. Und das ist schizophren. Ja, man fragt sich, wie kann sowas sein? Also da kann eigentlich die Erklärung nur noch kollektive geistige Umnachtung sein, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ja, die Konferenz hat ja heute gestartet auch mit Selenskyj, der wieder live zugeschaltet war und natürlich seinen üblichen Sermon abgegeben hat. Und er hat sogar eine biblische Metapher bemüht. Er hat die Ukraine als David und Russland als Goliath bezeichnet und hat gesagt, Goliath wird noch dieses Jahr fallen, vorausgesetzt die Ukraine bekommt eine Steinschleuder. Ja. Und das war natürlich eine Metapher für die schweren Waffen, deren Lieferung er sich wünscht. Und die neue Sprachregelung ist ja so, dass immer gesagt wird, wir liefern das, was die Ukraine braucht. Also wir brauchen gar nicht groß zu diskutieren, wir müssen drauf schauen, was Selenskyj fordert und genau das dann liefern. Aber das ist ja total fahrlässig, weil die Ukraine hat ja schon klar gemacht, was sie will. Sie will ja
sich vergrößern gebietsmäßig. Sie will auf russisches Territorium vordringen und braucht dafür natürlich Waffengattungen aller Art. Und wenn man sich da per se den ukrainischen Interessen verschreibt, ohne drauf zu schauen, was sind denn unsere eigenen Interessen, was kluge Außenpolitik, kluge Sicherheitspolitik machen würde, dann ist ja der Weg geebnet für weitere Eskalationen. Also ich verstehe das nicht, wie man sich da so festmachen kann und immer wieder sagen kann, das, was die Ukraine sagt, ist das Alleinige, was zählt. Ja, das ist ja auch der Hintergrund dieser sogenannten Sicherheitskonferenz. Im Grunde geht es da ja nicht um die Sicherheit in Europa. Da geht es um die Sicherung transatlantischer Einflussnahme in Europa. Darum geht es eigentlich nur. Und wenn wir uns das ganze Theater mal anschauen, diese wirklich immer wieder gerührte Kurbel der Eskalation, dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo sicherlich auch Atomwaffen gefordert werden von der Ukraine und sie gerne atomar ausgerüstet werden möchte durch den Westen. Und ich glaube, das könnte so das gewünschte Ziel oder Endziel sein. Deswegen muss man jetzt auch an dieser Stelle schon sagen, jede weitere rote Linie, und es sind wie viele überschritten worden mittlerweile, man kann sie gar nicht mehr zählen, muss jetzt wirklich eingehalten werden. Die Frage ist natürlich, wer stellt sich da wirklich auch dagegen, gegen diese Forderungen? Und abzusehen ist ja, dass auch Russland das nicht so weiter tatenlos hinnimmt. Ja, dort ist natürlich Krieg, aber das ist ein Krieg um Territorium. Ja, dort bricht vielleicht tatsächlich mal ein ideologischer Krieg aus, wenn das so weitergeht. Und man fragt sich, ob das gewollt ist. Alle wissen natürlich, den Hauptverantwortlichen wird es kaum treffen oder wenig treffen. Das haben wir hier in Europa auszubaden. Ja, der größte Witz ist ja eigentlich, die Konferenz gibt sich auch so einen neutralen Anstrich. Also tut so, als wäre es eine internationale Zusammenkunft irgendwie. Man sieht ja daran, dass sie nicht neutral ist, wer nicht erscheinen darf oder gar nicht erst eingeladen worden ist. Nämlich russische Regierungsvertreter, Offizielle aus dem Iran und AfD-Politiker wurden ebenfalls nicht eingeladen oder sogar explizit ausgeladen. Das finde ich schon krass. Eine Riesenkonferenz, auch finanziert durch deutsches Steuergeld. Richtig. Und dann wird eine der größten deutschen Oppositionsparteien einfach ausgeladen von der ganzen Geschichte. Zum Glück gibt es Protest morgen in München, sowohl von links als auch von rechts. Die Bayern haben die Stadt zwar zur Festung ausgebaut, 4.800 Polizisten sind im Einsatz, aber ich denke, der Protest wird trotzdem stark. Auch wenn natürlich, also das Ganze findet statt im Hotel Bayerischer Hof, da wurde rundherum eine riesengroße Sicherheitszone angelegt, da darf man nur mit Akkreditierung rein. Aber es gibt eine Menge Protestveranstaltungen, unter anderem ja auch eine von Kompakt mitorganisierte, wo Jürgen Elsässer sprechen wird, aber auch Christina Baum aus dem Bundestag oder Petri Büstron. Es geht los, das wollte ich nochmal erwähnen, 11 Uhr auf dem Karl-Stützel-Platz, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof und von dort aus wird dann durch die Stadt gezogen und ich hoffe, dass davon auch was zu hören ist auf der Konferenz selbst, weil es sind ja viele mächtige Gäste dort, zum Beispiel Kamala Harris, die US-Vizepräsidentin, dann Emmanuel Macron aus Frankreich oder Bundeskanzler Olaf Scholz und ich hoffe, dass die Demos so laut werden, dass das auf jeden Fall nicht an denen vorbeigeht. Das hoffe ich auch. Normal ist ja davon auszugehen oder ist zu erwarten, dass das Zeichen für Frieden in Europa aus der Sicherheitskonferenz heraus ertönt. Es wird umgekehrt sein. Das Zeichen für den Frieden wird vor der Konferenz wahrscheinlich im Grunde genommen klar ausgesprochen werden. Deswegen viel Erfolg den Leuten, den Initiatoren, den Organisatoren und auch Kompakt bei dieser Demo, bei diesem Protest. Also liebe Zuschauer, falls Sie es einrichten können, kommen Sie morgen nach München, um 11 geht's los und Sie sehen jetzt auch nochmal einen kurzen Mobilisierungsclip, wo alle näheren Informationen aufgeführt sind, wer spricht, wann geht's los, wo geht's los und kommentieren Sie gern wieder mit auf YouTube oder auf unserer Online-Seite kompakt-online.de. Völkerrechtsbrüche zu verantworten. Wer hat mehr illegale Kriege angezettelt als die Amerikaner? Es gibt eine Lehre aus der Geschichte, die wir nie vergessen dürfen. Russen und Deutsche dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen. Aufgepasst, unser YouTube-Kanal bleibt auch am Wochenende in Betrieb. Am Sonntag um 12 Uhr erscheint ein Interview mit dem bekannten Dating-Coach Maximilian Pütz, der über Feminismus und Männerrechte spricht. Am Samstag präsentieren wir Ihnen ebenfalls um 12 Uhr ein Gespräch mit Jamie Lee Corsten. Die 23-Jährige wohnt in Namibia, spricht gutes Deutsch und kandidiert für den Schönheitswettbewerb der Miss Namibia Supranational. Sehen Sie jetzt schon einmal einen kurzen Ausschnitt.
Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.